Thomas Stratos, Trainer von Fortuna Köln, aus den ersten beiden Partien leider nur 0 Punkte geholt. Wie bewerten Sie den Saisonstart? Wir haben uns schon was anderes vorgenommen. Also wir wollten von Anfang an die Spiele schon besser bestreiten oder auch gewinnen, selbstverständlich. Aber es ist uns nicht gelungen. Es sind eben im ersten Spiel waren wir zu nervös gewesen. Wir haben uns zu wenig Chancen erarbeitet. Im zweiten Spiel haben wir einen Gegner gehabt, der abgezockt war, der aus Standards eben ihre Tore erzielen. Und wir waren nicht robust genug oder nicht erfahren genug oder konsequent genug, um das zu verhindern. Wir müssen jetzt daran arbeiten, eben am Wochenende den Gegner, der jetzt kommt, die werden nicht schlechter sein, aber wir müssen uns steigern. Trotz der Niederlage, welche positiven Aspekte haben Sie vielleicht aus den beiden Begegnungen mitgenommen? Also ich habe ein ordentliches Spiel meiner Mannschaft gesehen. Ich habe gesehen, dass sie versuchen, eben die Dinge umzusetzen, aber das Endergebnis eben noch nicht da auf dem Platz zu sehen ist. Das Endergebnis ist eben, dass du den Ball ins Tor schießt und Tore erzielst. Das haben wir nicht geschafft bis jetzt. Die Einstellung, die Art und Weise, die Bereitschaft, eben ein Spiel zu spielen gegen Gegner, ist vorhanden. Das Training ist sehr, sehr gut. Alles ist gut. Es fehlt nur eben das letzte bisschen Konsequenz, der Wille, die Geilheit, um eben so ein Spiel zu gewinnen. Können, wollen, werden Sie noch auf dem Transfermarkt nachlegen? Wir haben darauf reagiert. Wir haben gestern einen Spieler verpflichtet, Noye Baba. Der Junge war Wochen schon bei uns beim Training, hat sich sehr gut gemacht. Aber eben, es ist nicht so einfach, einen Spieler zu verpflichten. Wir müssen uns strecken und wir müssen einiges dafür tun, um das zu bewerkstelligen. Das haben wir zum Glück jetzt hingekriegt und der Junge weiß, was wir wollen. Der Junge hat schon höher gespielt und wird uns weiterhelfen. Abschließend, wie schätzen Sie den nächsten Gegner SG Wattenscheid 09 ein? Ich habe sie jetzt die letzten Tage mir mehrmals angeschaut. Gute Truppe, robuste Truppe, die wissen auch, die Regionalliga zu spielen. Das heißt, es wird nicht einfacher für uns werden, genauso schwierig wie die letzten Spiele. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.